Yeah, herzlich willkommen und moin moin zurück zu They Are Billions. Wir stehen gerade vor der nächsten großen Welle. Und ja, müssen jetzt zusehen, dass wir unsere Verteidigung hier irgendwie hochziehen. Wir haben hier mittlerweile ein paar Mauern gezogen, sind fleißig am Einheiten-Spam, schicken die auch schön hier hin. Ja, von hier kommt da, von rechts kommt die nächste Welle aus Richtung Osten. Und ich habe so ein bisschen Zweifel, ob das hier alles so richtig klappt. Ne, wir haben auch noch leider keine Steinmauern. Wir werden jetzt aber schon mal den Steinmetz erforschen, damit der uns möglichst bald die nächstbesseren Mauern gibt. Und dann hätte ich eigentlich ganz gern noch so eine Balliste hier stehen, die uns hier ein bisschen den Arsch retten könnte. Dann ist das hier tatsächlich abwehrmäßig immer noch nicht alles so pralle. Das ändern wir mal noch. Na gut, mehr geht nicht. Und dann schauen wir mal, ob das was wird. So, in 4 Stunden sind sie da. Ich hoffe, ich kriege noch einmal Geld, dann kann ich hier tatsächlich noch die Balliste hochziehen. Es fehlen 200 Gold. Ärgerlich. Ah, da ist er. So. Gucken wir mal, ob wir die hier irgendwie... Ja, die ist ein bisschen weit im Hinterland dann. Aber das macht gar nichts. Sie kann bis an die Tore ran schießen. Das reicht uns eigentlich schon. Und das machen wir auch. Hoffen wir mal, dass die noch fertig wird. Und dann geht's hart auf die Fresse gleich. Ab Rinnenturm. Die Truppen hier hinten schon abgezogen. Ja, die müssen eigentlich hier patrouillieren. Die müssten auch hier bleiben. Der da rein und El Cordo geht hier hin. Und dann brauchen wir echt Truppen, Truppen, Truppen. Ne? Mit dem bisschen, was wir hier haben, gewinnen wir tatsächlich keinen Blumenpott. Ja, der macht das schon. Und da kommen sie schon. Und die Balliste, ja, das wird noch, komm. Ja, sehr schön. Und die bratzt da richtig rein. Das ist so geil. Putsch. Die war mal besser tatsächlich. Die hat mal eigentlich so einen riesen Schwung da weggeballert. Aber okay, das reicht uns, glaube ich. Ich glaube, damit kommen wir gerade noch zurecht. Es ist relativ knapp. Ja, nee. Easy. Doch zu leicht das Spiel. Ha. So. Perfekt. Wie geil ist das denn? Das haben wir doch souverän gehandelt. Dann kann er hier wieder raus. Er kann hier raus. Und dann können die Jungs den Rally Point jetzt mal wieder hier hin. Können dann mit an die Mauer hier hinten. Ich schicke die jetzt mal alle da rein. Sehr schön. Hier haben wir jetzt schon den Steinmetz erforscht in der Kurz. Oh, es ist perfekt. Läuft wie ein Länderspiel gerade. Und dann haben wir hier den Steinmetz, der einen Haufen Arbeit, einen Haufen Energie. Puh, das wird interessant. Bevor wir das machen, würde ich tatsächlich erstmal die Ressourcen ein bisschen auf Vordermann bringen. Zum einen brauchen wir wieder Nahrung. Hier kriegen wir nochmal 62, das ist eigentlich perfekt. Mehr kann man sich nicht wünschen. Und ein paar Häuschen können wir nochmal aufrüsten. Und nochmal ein paar nachbauen. Oder auch nicht. Aber das ist gar nicht weiter wild. Das lief besser, als ich erwartet habe, tatsächlich. Ne, unsere Jungs hier sind unterwegs. Der kommt hier unten noch rein. Und dann haben wir immer einen Haufen Rohstoffe. Alter Vater, was machen wir denn da? Das Gold brauchen wir jetzt eigentlich erstmal. Wir haben eine Menge Stein. Das werden wir gleich brauchen. Ich würde hier noch einen Quarry hinsetzen. Der braucht aber erstmal Arbeiter und ein bisschen Energie. Und unsere Energie braucht natürlich auch Arbeiter. Super gut. Okay, bauen wir erst ein Kraftwerk und dann nochmal einen Steinbruch. Und den letzten haben wir hier, hier. Ja, den Stein benutze ich am Ende eh nicht. Ja, komm, bauen wir da hin. Dann haben wir wieder Energie.
Dann schicken wir hier einen mehr rein. Ne, immer schön zwei Leute drin. Oh, hier oben ist echt... Da wollen sie mir ans Leder. Meine Fresse. Ne, es ist irgendwie noch suboptimal. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir die Wand nochmal umsetzen. Und dann haben wir vielleicht das ganze Gebiet hier frei. Das wäre richtig gut. So, dann haben wir da fast überall zwei drin. Das machen wir auch zuerst fertig. Aber wir haben einen Plan. Wir haben einen klaren Plan und der ist erstmal hier den. 20 Arbeiter, 1000 Gold. Gut. Das heißt, hier muss aufgerüstet werden. Und wir brauchen mal Häuser. Und zwar nicht zu knapp. Machen wir es mal hier schick. So. Und dann können wir hier noch ein paar lang ziehen. Zack, 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 zack. Das sollte erstmal ein bisschen Raum bieten. Dann bauen wir den. Oh, jetzt fehlen echt wieder Arbeiter. Ich krieg's kotzen, ey. Meine Fresse. Werdet fertig. So, jetzt können wir uns noch einen Steinbruch leisten. Was, der bringt Gold? Gold und Eisen, was ist denn das? Ist das eine neue Ressource? Das ist gar kein Stein. Das ist ja interessant. Das kenne ich so noch gar nicht. Ja gut, Gold brauche ich jetzt eigentlich nicht so. Gold und Eisen. Eisen? Ja, scheiße. Ich brauche mehr Stein. Ja, zwei Steine ist jetzt nicht die Welt. Aber ja, wahrscheinlich notgedrungen werden wir das nehmen müssen. Weil wir einfach keine andere Möglichkeit haben. Wir müssten dahin. Dann müssten wir schon wieder expandieren. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so cool. Weil ich den Raum, den wir haben, eigentlich erstmal ausnutzen wollen würde. Aber gut, dann stocken wir erstmal Eisen auf. Und gucken, dass wir hier noch ein paar Entsatztruppen kriegen. Die uns erstmal die Flanke sauber halten. Hier verstärken wir noch mit Türmen. Einen hier. Und ein hier. Das regeln dann nachher schon unsere Bogenschützen. Und dann müssen wir tatsächlich hier noch ein bisschen raus. Kacke. Da liegt nämlich Stein. Und gar nicht mal wenig. Erstmal gucken, ob wir da hinten vielleicht irgendwas... Ist da dicht? Ist da dicht? Ist da dicht? Geil. Das ist erstmal gut. Das heißt, wir können uns vielleicht gleich eine Wand sparen. Ja, hier ist alles dicht. Das ist super geil. Das heißt, er kann hier mit zukommen. Warum? Hä? Warum steht da kein Turm? Was ist das? Und hier noch ein Türmchen hin. Kommen denn die beiden rauf? Er kann dann erstmal hier runterkommen. Kann eigentlich auch hier lang. Ja, ist egal. Hauptsache, der kommt an. Der dann auch. Und dann kriegen wir vielleicht hier irgendwie eine Wand lang gezogen und haben das. Das will ich haben. Das will ich sogar unbedingt haben. Hier wird es auch immer interessanter. Da fehlt doch schon wieder eine Mauer. Das ist hier zu dünn eigentlich. Aber gut. Gucken wir mal. So, hier rauf da. Und ihr seid jetzt genug. Dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie geil dicht machen können. Ja, hier ist auch wieder. Ja, hier müssen wir auch mal dringend nachziehen. Reparieren und wie viele Arbeiter haben wir? 16. Das reicht natürlich wieder nicht. Das heißt, fleißig weiter Wohnhäuser aufrüsten. Fehlt uns erstmal wieder Holz. Lager brauchen wir auch noch, ne? Scheiße. Ja, die sind hier fleißig. Aber hier ist auch echt alles voll gespammt, ey. Meine Fresse. Boah, fuck, ey. Das wird wieder genauso eine Scheißnummer. Wieder unten. Das ist ganz schön Mist.
Das heißt, wir kriegen den Stein hier auch nicht ran. Wir haben hier wieder dieses Gold und das Eisen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Damit kriegen wir die Mauer nicht hoch. Aber da könnte wieder etwas dicht sein. Das wäre gut. Geht mal in die Richtung, bitte. Was geht da ab? Ja, hier kann man adäquat zumachen. Ziehen wir eine Mauer vor, dann ist das alles easy. Ja, das machen wir so. Da ziehen wir Mauern. Rabimmel, dann machen wir uns doch gleich mal daran. Wir brauchen jetzt erstmal, wir brauchen wirklich Stein. Ohne Stein geht gar nichts. Komm mal dahin. Tötet die mal. Danke. So. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Du machst hier unten erstmal Support. Die kommen da erstmal zurecht. Und dann gucken wir mal. Da wollen wir hin. Das heißt, hier müssen wir Platz schaffen. Und die machen das ja ganz gut, ne? Den setzen wir jetzt mal hier hin. Da brauchen wir die Truppen. Und hier brauchen wir Strom. Aber nicht da, da will ich nachher den Steinbruch haben. So, weiter in die Richtung. Die räumen da erstmal ordentlich auf. Eigentlich können die jetzt auch dazukommen. Da ist eh nichts mehr zu befürchten. Hier müsste leer sein. Und dann räumen wir hier auf. So, jetzt haben wir, glaube ich, 18. Wieso habe ich so wenig Bevölkerung? Ich habe da hier abgegradet wie ein Blöder. Es fehlt schon wieder Nahrung. Ja. Hier leben 8. Hier leben 4. Hier kommt doch irgendwas nicht hin. So. Jetzt fehlen Arbeiter und Energie. Was soll denn das? So affig. Brauchen wir noch eine Farm. 54, 56. Ah. 58, 60. Ich war doch gerade 62. Na, wo ist es? 60, 60, 64 ist auch schön. Aber ich glaube, aus Platzgründen nehmen wir das da. Können die weitermachen. Ihr räumt hier schön auf. Ihr seid ordentlich ein paar Leute. Ihr könnt da ordentlich aufräumen. So, du gehst damit zu. Die werden langsam eingekreist. Das ist ein bisschen doof, aber das wird schon werden. So, da ist die Farm. Ja, wir brauchen die Nahrung. Scheiße, ey. Das dauert mir eigentlich gerade alles ein bisschen zu lange. So, hier. Guck, dass da nichts kommt. Während wir hier dicht machen. Zap, zap. Jetzt könnt ihr ein bisschen wieder nach da, damit ihr nicht so eingekreist werdet. So, wie sieht's aus? Fertig? Sehr schön. So, mehr Zelte. Was brauchen wir da? Energie. Oh, ich krieg einen Krabbel, ey. So, kriegen wir denn hier noch eins hin? Da. Weiter geht's. Wir brauchen gleich zwei, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Das kostet uns Nahrung, das ist doof. Da kann man hinsetzen. Alles. Macht mal vernünftig hier. So, währenddessen ziehen wir Bobby hier noch raus. Ich glaube, hier mache ich tatsächlich nur Wände hin. Und brech mal ab. Da machen wir noch ein Türmchen hin. Geht das echt nicht? Ich bin bekloppt. So, jetzt geht's. So, die Jungs räumen fleißig weiter auf. Da ist eine Wand. Das heißt, zwei Peoples kommen darauf. Oh, bitte. Wegfindung ist ja auch echt Kunststück, ne? So, dann können wir das hier jetzt mittlerweile alles unbesetzt lassen. Können die Truppen hier hochziehen. Oh, das läuft. The Walls? Ja, hier. Scheiße. Aber gut, die regeln das.
Ne, wir müssen noch gucken, dass wir hier irgendwie einen dicht machen. Ich hoffe, hier kommt nicht irgendwie so eine scheiß Zombie-Stadt. Dann haben wir echt ein Problem. Zack, wieder reparieren und ausbauen. Hier wird jetzt fleißig expandiert. Verstärkung ist auch gut. Jetzt müssen wir auch wieder genau Häuser ausbauen können. Jetzt fehlen uns wieder Arbeit, ey. Ich krieg eins zu viel. Also irgendwas fehlt immer. Ja, man will das eine ausbauen und hat nicht genug fürs nächste. So, das sieht doch gut aus. Hier ist richtig gut. Das ist wie gemacht für so eine Verteidigungswall. Ja, schön dicht, die ganze Hütte. So, 15 Arbeiter. Oha, der ist dick. Oh, zieh mal ein bisschen zurück. Das ist zu fett. Da gehen wir mal zur Wand hin. Ja, macht nichts. Der fällt halt nochmal. Komm, kriegt ihr den? Nee. Ja, das sind dann schon die etwas dickeren Viecher. Die sind echt evil. Achso, wegen den Zombies. Na komm. So. Du guckst mal einmal hier. Ja, natürlich. Das ist uncool. So eine Ecken sind halt immer scheiße. Aber gut, ziehen wir Wand mit lang. Dann müssen wir noch mal kurz drauf achten, dass wir da auch dicht kriegen. Ja, so ist okay. War schon gut so. So, fehlen uns immer noch Arbeiter. Also weiter fleißig ausbauen. Sollte eigentlich jedes Haus 4 Peoples bringen. Wir sind immer noch bei 15, was soll denn das? So, jetzt achten wir mal drauf. Ja, geht doch. So, jetzt können wir hier gleich wieder tacken. So, und dann können wir hier gleich schön Wand ziehen. Da können wir eigentlich schon mit anfangen. Einmal ein Tor. Und gleich zwei. Ja, jetzt sind die Zombies zu nah, das ist uncool. Ne, wir haben kein Holz mehr. Das ist der Grund. Oha. Hier ist aber ordentlich Bewegung in der Bude. Ja, kommt. Ein bisschen viele Renner gerade. So, gab es schon wieder Holz? Nein. Oh, was ist denn hier hinten los? Komm mal her. Gut. Ist das der geregelt? Alter! Das ist aber hier ein bisschen viel. Warum sind hier so viele auf einmal? Gut, die halten sich jetzt erstmal an der Wand auf. Das reparieren wir derweil wieder. Alter Vater! Hier ist ja richtig Bambule. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich befürchte, dass da so ein scheiß Nest ist. Die Jungs werden das hier nicht ewig aushalten. Ich meine, das ist gerade gut zum Level aufsteigen, aber mir auch nicht. Das reißt nicht ab. Das reißt nicht ab. Wir brauchen noch mehr Truppen. So, hoch hier. Wir brauchen mehr Truppen. So. Noch steht da die Wand. Die hält noch mal kurz was auf, aber damit ist auch gleich Sense. So, mehr. Oh, ich glaube, wir haben in ein Hornissennest gestochen. Die leveln jetzt langsam hoch. Komm mal rüber hier, mach mal den da. Ich will hier jetzt eigentlich erst eine Balliste haben. Kriegen wir die hier irgendwie gebaut? Muss dann so sein. Alter! Scheiße, 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 scheiße. Komm mal hier mit hin. Stück nach hinten. Stück nach hinten. Den da, den da, den da, danke. Wieso kommen die denn jetzt von hinten? Einmal speichern.
So, jetzt wird es gerade ein bisschen ruhiger. Du sicherst nach hinten hin ab. I! Auf damit! So, wenn das Ding fertig ist, dann können wir weiter gucken. Das wird schon. So, ein Stückchen vor. So. Das Türmchen macht das schon. So, bevor wir jetzt hier irgendwelchen anderen Scheiß machen, kommt erstmal der Steinmetz, dass wir hier Steinmauern kriegen. Den stellen wir da hin. Und der Scheiß hier. Ja, ziehen wir die Wand jetzt ein bisschen zurück. Is everything okay? Come on. Commander? Order, sir. Sammeln wir das mal noch ein. Das nehmen wir. So. Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen wenig rede, aber das ist gerade. Brauchte gerade etwas Konzentration tatsächlich. So, jetzt gibt es das Holz erstmal wieder aus. Aber das macht nichts. Du kannst die Flanke jetzt wieder sichern. Ich kann das gleich ein paar mehr machen. Das gab aber ordentlich. Ordentlich Veteran. Sehr schön. Können wir irgendwo noch einen Holzfäller bauen? Holz ist echt ein bisschen mau. Hier gleich. Ah, wieder keine Bevölkerung, ne? Ja, so klar, ey. Es fehlt so krass an Holz. Die regeln das noch. Noch, muss man tatsächlich sagen. Was, wo? Oh, Scheiße! Wo sind die denn jetzt hergekommen? Ach, von da hinten. Das Feuer. Gut, geht die Welt aber nicht von unter. Das machen die. So. Gehen wir erstmal wieder reparieren. So, wenn wir die Wand hier haben, ist erstmal das Schlimmste vorbei. Ach, komm schon. So, das heißt, ein paar müssen wir hier hin abstellen. Ja, die kommen von hier. Das ist Mist. Aber gut, da hinten die Wand steht. Das ist das Wichtigste. Weiter reparieren, weiter Wand bauen. So. So weit, so gut. Dann können die sich gleich hinter die Wände zurückziehen und wir können hier weiter gucken. Die guckt hier. Ja, da ist so eine Stadt, glaube ich. Das war echt heikel gerade. So, Wände fertig, ab dahinter. Und Türmchen. Turm 1, Turm 2. Das reicht uns erstmal. Den Rest machen wir mit Ballisten. Die hält das hier eigentlich erstmal auf, sodass wir uns eigentlich nach hier orientieren können. Hält die das auf? Ja, die macht das schon. Machen wir irgendwann mal eine große Balliste draus. Ihr räumt in die Richtung auf. Und ihr patrouilliert eigentlich erstmal ein bisschen hier. Was ist da? Also nochmal so ein Ölfeld. So, wieder Energie. Zap, zap. Jetzt können wir einmal gucken, ob wir forschen können. Steinmauern. Ja, sehr schön. Die werden wir gleich dringend brauchen. Dann werden wir hier eine Quarry hinsetzen. Fehlen natürlich wieder Arbeiter. Oh, schon wieder. Diesmal von Westen. Das passt uns gerade überhaupt nicht in Quark. Überhaupt gar nicht. Wir haben hier mal überhaupt nicht die Infrastruktur für. Oh, Hauer, das wird eng. Gut, jetzt gab es nochmal Stein. Wieder kein Holz mehr da. Das wird scheiße. Die können wir hier nicht ganz abziehen.
Oh, jetzt muss 5000 Sachen auf einmal laufen. So, die halten das. Kann ich von hier hinten, kann ich die erstmal hierher ziehen? Ihr sollt hier rein. Das. Hier ist ja schließlich dicht. Oh, 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 oh. Das wird knapp. Das könnte jetzt tatsächlich hier das Ende des Ganzen sein. Zwei Stunden noch. Kaum Holz da. Ist das euer Ernst? Die hängen echt da fest. So. Jetzt aber ab rein da. Es ist relativ breit. Das könnte uns den Arsch retten. Wir hier abziehen können. Das müsste passen. Kommen die hier mit her. Weiter mauern. Das haben wir soweit dicht. Jetzt wäre eine Balliste noch gut. 20 Holz. Ja, die kriegen wir noch. Noch schlimmer wäre, die kommen hier. Dann bin ich gleich richtig gefickt. Da können sie nicht. Ja, die werden hier einbrechen. Noch schlimmer hier. Ja. Die kommen direkt auf die Wand. Scheiße. Rückzug. Oh shit. Bleibt mal hier. Ab hin da. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Balliste. So. Du gehst da sicher trotzdem hier hin. Ja, die kommen genau da rein. Alles, was wir uns gerade aufgebaut haben, fliegt uns jetzt um die Ohren. Was ist hier los? Rein. Besetzen. Da besetzen. Mach voll die Hütte. Und noch eine Balliste. Das wird ganz schön eng. Da kommen sie. Eventuell werden die Bauern Opfer. Das Ding hält hoffentlich die Fresse. Lappt die nicht zu sich. Und da sind sie. Noch schlimmer wird es, wenn sie hier... Oh shit, die Gebäude könnten die tatsächlich da rüberziehen. Sehr schön. Einer ist fertig. Und jetzt geht's ab. Können nichts mehr abziehen. Scheiße, 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 scheiße. Oh shit. Ihr kommt hier mit her. Ja, wir haben die Steinwände nicht mehr geschafft. Das ist ganz schön Mist. Das wird nix. Kacke! Da habe ich die Zeit nicht im Auge gehabt. Ja, da fehlt gleich die erste erste Reihe. Komm, schafft ihr. Ja! Kotzgrenze, alter Vater. Aber richtig. So, gleich wieder vor die Tür mit euch. Und los geht's. Besser als erwartet. Alter Vater, war das knapp. So, ihr geht wieder hier hin. Ihr wieder hier. Das... Oh. Hoppala. Einige noch zwischen. Aber das regeln die. So, und da ist auch noch einer. Scheiße. Gut, das hätten jetzt auch die Ballisten gerissen, im Zweifelsfall. Ihr patrouilliert wieder, ihr macht hier dicht. Wir holen uns langsam die Energie zurück und dann wird da ein Schuh draus. So, noch ein bisschen weiter rein. Und dann können wir die nächste gleich hier hinsetzen. Ihr habt die nicht gesehen, aber ist naja. Manchmal sind die Einheiten etwas blind. So, forschen. Steinmauer. Habe ich das nicht gerade schon gemacht? Was habe ich denn da? Habe ich die Türme erforscht wahrscheinlich, ne? Ja, clever, Markus. Aber gut, kein Weltuntergang. Jetzt haben wir wieder einmal zu wenig Arbeiter. Und ein bisschen Nahrung haben wir aber noch. So, komm. Level up. Und dann bauen wir hier hinten noch ein paar Häuser, glaube ich. Fehlt schon wieder an Nahrung.
und an Holz. Shit. Das Holz brauchen wir gerade anderweitig. Obwohl, wir kriegen gleich Steinmauern. Ich glaube, wir fangen gleich damit hier an. Ne, hier machen wir komplett dicht. Da kommt kein Eingang. Da machen wir hier, nur hier ein Tor. So, haben wir wieder ein bisschen was. Und da sind sie, Steinmauern. So, da habe ich dicht. Kleiner Steinturm dazu, zwei Stück. Und dann wird da ein Schuh draus. So, können wir anfangen, hier unsere Verteidigung wieder zu postieren. Und dann geht's darüber. Tesla-Spule und Kevin. Schön hier rüberziehen. Dann müssen wir tatsächlich anfangen, Steine abzubauen. Wie sieht's aus? Können wir einen Quarry bauen? Es fehlt Holz, 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 Holz. Es fehlt an allen Ecken und Enden. Nee, das ist scheiße. Das ist nicht gut. So, Steinbruch. Und zuerst mal den hier, 7. Das vervielfacht unsere Steinproduktion, möchte ich mal sagen. Warum habe ich hier aus Holz gebaut? Ich wollte doch Stein. Dumm, 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 dumm. Na gut, jetzt haben wir Stein. So, dann geht's hier gleich weiter. Ach, Holzfall, ja. Richtig klicken hätte geholfen. So, jetzt. Warum, was fehlt jetzt? Achso, Zombie war im Weg. Dann das Steintor. Putz! Nein, nicht wieder Holzfall. Ehrlich jetzt, der eine ist im Weg. Mach mal weg da. Danke. Ich will es immer wieder. Ach, jetzt fehlt Stein. Ja, gut. Zack. So, dann haben wir das erstmal. Steinproduktion ist angekurbelt. Jetzt könnten wir eigentlich mal ein Lager brauchen. Wir sind ja wieder halbwegs safe. Und das sieht auch gut aus. Ja, halbe Stunde ist aber rum. Habe ich mir eigentlich als Limit gesetzt heute. Und wir haben ordentlich was geschafft. Wir haben hier oben ordentlich aufgeräumt. Wir haben hier aufgeräumt. Das ist die Wucht in Tüten eigentlich, was wir diesmal geschafft haben. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon wollt. Ich wollte eigentlich mit Anno anfangen und habe da auch tierisch Bock drauf. Aber es macht gerade ein bisschen Fun, muss ich zugeben. Und ich lasse euch einfach entscheiden. Also den einen, der zuguckt, Michi. Worauf hast du Bock? Der Billions oder Anno? Also, bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.